Umgang mit Anstarren anderer. Vielleicht gibt es jemand in deiner Umgebung, der hat die Neigung, andere anzustarren. Vielleicht starrt er dich an oder andere starren an und manche kann das ärgern oder nerven. Was kannst du dort tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre, ignoriere es einfach. Du musst nicht drauf reagieren, wenn jemand dich anstarrt. Du kannst einfach so tun, als ob dort nichts ist. Du musst niemanden da zur Rechnung ziehen. Die meisten Menschen verlieren nach einer Weile das Interesse, einen bestimmten Menschen anzustarren, wenn der nicht reagiert. Ignorieren ist oft das Beste. Zweite Möglichkeit: Du könntest ihm raten, insbesondere wenn er nicht nur dich anstarrt, sondern andere, du könntest mal mit ihm sprechen und könntest sagen, dass das Anstarren auf andere eigenartig wirkt. Dass das eine bestimmte Wirkung hat, die es ihm schwer macht, mit anderen besser zusammenzuwirken. Dass Anstarren für andere zum Teil störend ist. Und du könntest mit ihm darüber sprechen und ihm zuhören, warum macht er das überhaupt, und könntest ihm Tipps geben, wie er vielleicht auf andere Weise seinen Anliegen gerecht wird, ohne so anzustarren. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass du mit denen sprichst, die sich von dem Anstarren des anderen gestört fühlen. Eventuell kannst du ihnen Tipps geben, dass sie sich dafür nicht gestört fühlen brauchen und dass sie lernen, anders mit dem Anstarren umzugehen. Das waren also drei Möglichkeiten, wie man umgehen kann mit Anstarren. Zusammenfassung: selbst ignorieren, zweitens mit den betreffenden Menschen sprechen, drittens mit denen sprechen, die sich vom Anstarren gestört fühlen. Vom Grundsatz her: Mitgefühl, Liebe, Herzensverbindung ist die beste Grundlage für Umgang mit Menschen.